Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn ihr in diesem Video sehen wollt, wie ich dieses Sofa aufbereitet habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das war vorher richtig alt und fertig. Der erste Abschnitt von dem Video, es ist übrigens eine Aufbereitung von einem älteren Video oder von zwei Teilen besser gesagt. Und der erste Abschnitt von diesem Video erzähle ich ein bisschen was. Und im zweiten Abschnitt bekommt ihr Nasswei auf die Ohren geballert. Heavy Metal vom Feinsten. Wem es nicht taugt, könnt ihr ja auf stumm schalten. Was sagt ihr zu meinem Sofa? Naja, okay. Das Sofa wird heute aufbereitet. Ich fange jetzt an, die ganzen Nägel rauszuziehen, hier überall. cool. Jetzt habe ich 2 Euro gefunden. Soll ja Glück bringen, wenn man Geld in Sofas findet, oder? Vielleicht finde ich ja noch mehr Schätze. Man hat hier schon mal einen neuen Bezug drüber gemacht. Weil Schaumstoff und Jute, das beißt sich ein wenig. Drunter kommt Jute gefüllt mit Stroh. Die Polsterung lasse ich drauf, also das ist ja noch super intakt. Den Stoff mache ich weg, weil es ist nicht mehr sauber, das Ding, das ist einfach klar. Jetzt habe ich hier so Möbelrollen, da tut man sich wirklich leichter, das ganze Ding zu bewegen. Kann ich nur empfehlen, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und dann zeige ich euch mal die Rückseite, weil die Lehne schraube ich jetzt weg. Das Polster ist nämlich hinten in der Lehne verklemmt und dann ja, muss das Rückending nur abgebaut werden. Ja, dann kann ich weitermachen mit der Entpolsterung. Es ist mit Schrauben befestigt, müsste eigentlich kein Problem sein. Wo habe ich meinen Akkuschrauber? Ja, total simpel. Ja, so. Staubig. 100 Millionen Jahre alte Milben. Und wenn ihr eine Stauballergie habt, dann könnt ihr natürlich einen Atemschutz tragen, weil da sind Stäube drin, die sind schon älter als ich. Da braucht es ja nicht viel, ich bin ja noch jung. Na gut, zack, das labe ich für den Scheißdreck. Wenn ihr so ein Gebimmel hört, das ist die Fenja, die hat am Halsband hat die eine Glocke, dass ich höre, die ist in der Nähe, weil die stellt nur Scheiß an, die büxt mir sonst nur aus. Und wenn ihr das Bimmeln hört, dann weiß ich genau, die ist in der Nähe. Nur, dass ihr wisst, was das für ein Gebimmel war, gerade vorher. So, jetzt geht's weiter. Jetzt schleife ich einfach mal das Holz ab und gucken wir mal, wie die Maserung rauskommt. Als erstes nehme ich 80er und dann 120er und dann vielleicht noch ein 240er. Mal gucken. Was könnte es sein? Fichte vielleicht? Wer weiß? Keine Ahnung. Es ist wirklich schwer zu erkennen, was für ein Holz das ist. Es könnte Fichte sein, es könnte Lärche sein. Wobei Lärche war es nicht, nö. Es könnte Kiefer könnte es noch sein. Auf jeden Fall ist es ein Nadelholz. Ja, es ist auf jeden Fall Nadelholz. Ein muffiges, altes, dreckiges, verschissenes. So, wie ihr seht, habe ich jetzt das Sofa noch auf Böcke gestellt oder umgedreht und auf Böcke gelegt. Und jetzt schneide ich die Füße ab. Weil früher hat man Sofas höher gemacht. Früher war die Sofasitzhöhe einfach anders wie heute. Und zudem nicht nur deswegen, sondern ich polster ja das Polster noch auf, dann hockt man noch weiter oben und dann baumeln die Füße fast schon in der Luft. Aber noch ein ganz anderer Grund, der Hauptgrund, warum ich jetzt die Füße kürze, zeige ich euch mal. Das Sofa stand mal längere Zeit in der Feuchtigkeit irgendwo und man sieht schon, das ist butterweich. Die Feuchtigkeit ist jetzt nicht mehr drin, allerdings ist das Holz sehr schwach und geschädigt. Butterweich und ja, kaputt einfach. 12 cm. Dann lege ich hier den Winkel an. Natürlich ist hier oben das nicht möglich, wenn man den Winkel so anlegt, ist alles schief. Weiter unten am Sofa ist es gerade, dass man einen rechten Winkel hat. Muss man natürlich schauen, dass alles passt. Und so zeichne ich das an. Man sieht schon, wie faulig das war. So schaut es eigentlich aus. Wenn ich das jetzt ein bisschen anfeuchte, dann sieht man schon, wie rot das wird. Also das muss Kirsche sein. Ich habe mich da ein bisschen geirrt. Das ist nicht
Fichte oder Nadelholz. Das ist doch ein Hartholz, aber das erkläre ich nachher nochmal, wenn ich das Sofa wieder aufstelle auf die Beine. Ja, ich vermute, es ist Kirsche von der Färbung her. So, da habe ich einen kleinen Handhobel. Weil man kennt es ja, wenn man jetzt ein Möbelstück durch die Gegend schiebt, dann kann es sein, dass irgendwo eine Kante kommt von den Fliesen oder sonst wo und dann ruckzuck reißt es hier das Holz ab. Deswegen hobel ich die leicht an, die Kanten, damit es ein bisschen angefasst ist. Und so mache ich jetzt alle vier Beine. Das hier nochmal die fauligen Beine. Ist schon gut, dass man das abgesägt hat. Das bringt nichts mehr. Jetzt schaue ich, dass ich das erstmal runterkriege. So, der erste Eindruck ist schon mal gut. Da wackelt gar nichts. Sehr gut, haben wir alles richtig gemacht. Auf jeden Fall chilliger von der Höhe. Sehr gut, die Böcke brauchen wir nicht mehr. Können weg. So, jetzt mache ich trotzdem wieder diese Möbelrollen drunter. Dann bin ich natürlich viel, viel flexibler. Ich mache das mal professorisch dahin. So. Total staubig. Welcome, son.